Verleger Christian Mucher. Der streitbare Journalist ist für seine gepfefferten Artikel ebenso gefürchtet wie seine Ekaterina für ihren modischen Schick bekannt. Jetzt aber will der gefürchtete Schreiber das Schreiben einstellen und seinen Verlag schließen, gab er bei einem Festakt im Wiener Kursalon bekannt. Provokante Frage, die er als solche gar nicht verstanden haben will. Der Verleger hört mit dem Verlag auf, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Naja, irgendwann einmal kommt der Moment, wo man halt realisieren muss, dass die Friedhöfe voll von Managern sind, die sich für unentbehrlich gehalten haben. Ja, und es wird Leute geben, die seine Artikel durchaus entbehren können. Schrieb er doch zeitlebens nach dem Motto, wo es anderen zu heiß wird, da schreiben wir es cool. Genau. Klingt nicht sehr empathisch. Ja, ist klar. Also wenn wir über die Beliebtheit bei jenen, die wir auf die Schaufel genommen haben, bitte, wenn wir über stehen die wir uns in nichts nach. Dann würde ich sagen, stehen wir uns in nichts nach, sondern da sind wir. Aber du hast Heere, Stiefel, Asian, da sind wir auf Augenhöhe, mein lieber Freund. Mucher hat sich offenbar nicht nur Feinde gemacht, zeigt der große Freundeskreis, den er im Kursalon bei der Bekanntgabe seines Abschieds aus dem Verlagsgeschäft begrüßen konnte. Und der widerspricht dem geflügelten Wort, viel Feind, viel Ehr. Musst du dir vorwerfen, dass du irgendjemanden ungerecht behandelt hättest, schlecht behandelt? Hast du dir was vorzuwerfen? Niemals. Der Hebel hat einen wunderbaren Satz gesagt und der Satz heißt, es gibt aber Leute, die auf mich beleidigt sind, aber der Satz heißt, nur die Wahrheit beleidigt. In Wahrheit ging es an diesem festlichen Abend nicht nur um Mucher selbst, sondern auch um einen von ihm kreierten Preis, den Incoming-Preis, den er Schönbrunn-Chef Klaus Panholzer überreichte. Was ist dein Incoming-Preis? Ja, ist der eher Polzerer, oder? Nein, was war das? Nach Löschen. Kommt unvorbereitet zum Event. Halten wir fest. Ja, ich entschuldige gar nichts. Was ist denn ein Incoming-Preis? Keine Ahnung. Ich bin gerade aus Paris gekommen, bleibe ich jetzt 12 Stunden in Wien. Dann morgen. Sie lachen, warum lachen Sie? Was ist ein Incoming-Preis? Nein, ich finde das genauso lustig wie Juri. Wir sind eingeladen, aber ich muss gestehen, ganz genau weiß ich es auch nicht. Das ist der Tourismuspreis für einen, der sich um den Tourismus im österreichischen und im wienerischen speziell kümmert. Das heißt, alles, was reinkommt an Profit, an Tourismus, an Geschäft, wird gelobt, ausgelobt sozusagen ein Preis. Und ich halte das für eine ganz nette Idee. Schon komisch, dass der einzige anwesende Komiker die richtige Antwort parat hat. Ja, weil die anderen Komiker nicht vorbereitet sind. Das gelesen? Ja, ich hab's gelesen in der Einladung, steht groß drauf auf Seite 1. Also man kann es nicht verfehlen. Jetzt wissen es alle, auch dass der Preisträger und Schönbrunn-Chef Panholzer jährlich 3 Millionen Besucher aus aller Welt ins Schloss holt. Unter anderem eröffnest du auch den Christkindlmarkt in Schönbrunn, der heuer ganz besonders bezaubernd wird. Ja, wir haben den neu ausgeschrieben, wir haben uns ein bisschen jetzt mehr auf die Kinder spezialisiert. Es wird dort mehrere Sachen für die Kinder geben, einen kleinen Eislaufplatz. Der übrigens in 6 Wochen eröffnet. Ja, am 8. November. Am 8. November. Bisschen früh, oder? Ja, genau. Nein, das passt schon so. Ich glaube, das ist immer dieselbe Zeit. Meistens waren wir sogar Wochen später wie Rautersplatz. Ja, also das passt gut. Schon in Weihnachtsstimmung? Ja, das bin ich noch nicht. Ist auch ein bisschen schwierig bei einer Feier unter Palmen. Während der Gastgeber die Bühne nutzte, um das zu tun, was er noch lieber tut als reden. Reich mir die Hand, mein Leben. Singen. Komm auf mein Schloss, oder besser muss ich singen. Komm nach Schönbrunn zu mir. Warum singst du so gern? Weil du es so gut kannst oder weil du es so gern magst? Weil ich gerne Sänger geworden wäre, aber verstanden habe, als Sänger wäre nicht gut gewesen. Als Verleger, glaube ich, bin ich gut. Und deswegen habe ich mich fürs Verlegen entschieden. Aber ich singe noch immer sehr, sehr gerne. Bei deinen eigenen Festen, weil da kann keiner davonlaufen. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Ich bin bei The Voice of the Sea von 1400 Bewerbern Zweiter geworden. Das kann ich davor spielen, das TikTok-Video. Und da habe ich Frank Sinatra gesungen. Zweiter, Herr Heinzel. Da gab es Standing Ovations für mich. Playback? Du bist wahnsinnig, das ist live, Heinzel. Bitte. Okay. Als Verleger geht er. Vielleicht kommt er als Sänger wieder.